Ja, willkommen in der City Garden Academy. Wir haben ja zum Thema Winterschutz schon verschiedene Themen angeschnitten. Heute haben wir das Thema Gasheizungen auf dem Programm. Und da haben wir auch mal unseren Experten aus unserem Hause, den Thomas, eingeladen. Der kennt sich da bestens aus und wird uns nachher noch einiges dazu erzählen. Wir haben schon mal die verschiedenen Gasheizungen hier vorne aufgebaut, die wir so im Sortiment haben. Da seht ihr erstmal so den groben Unterschied. Wir haben zwei kleine hier und zwei größere. Ins Detail gehen wir, wie gesagt, nachher nochmal, ne, Thomas? Ja. Du wirst uns das so zeigen. Ganz grob möchte ich erstmal das Ganze anreißen, was die Heizungen so machen. Wie gesagt, die haben hier die kleinen Heizungen, die sind ohne Temperaturfülle, die heizen quasi die ganze Nacht durch. Ne? Und die beiden großen, die haben auch einen Temperaturfüller, den sieht man auch hier neben dann nachher noch. Wir ein bisschen größer nochmal zeigen euch das, wie das geht. Und da kann man auch die Temperatur einstellen. Und es geht hier von 340 Watt geht's hier los, über 800 Watt, 2500 Watt bis hin zu 4500 Watt. Richtig. Und ich denke, da ist natürlich auch die Größe des Gewächshauses, was wir hinter uns sehen, auch wichtig. Ganz genau. Was für Platten hat man da drin, was für Werte kann man da erreichen, was für eine Heizung brauche ich da logischerweise. Ne? Und, genau, da gehen wir noch ins Detail drauf ein. Gehen wir drauf ein. Es wird jeweils immer mitgeliefert, auch hier ein Schlauch und ein Druckminderer, den man hier vorne so sieht. Ne? Ist immer jeweils bei jedem Set dabei. Und bei den großen halt eben auch noch die Füße hier vorne, damit man das Ganze hier draufschrauben kann und natürlich wichtig bei Gasheizung auch dann, weil die etwas wackeliger sind, kann man die auch dann am Boden befestigen, sollte man noch machen, zum Thema Sicherheit. Meine erste Frage an dich ist, wir haben jetzt hier zwei Gewächshäuser, einmal haben wir hier Doppelstegplatten, die klassischen, ja, was wahrscheinlich viele haben, und wir haben hier drüben ein Gewächshaus mit Echtglas. Was ist denn da zu beachten? Weil das ist ja, wie gesagt, Doppelsteg für mich, ja, erstmal sieht gleich aus, außer dass es halt hier einmal ein Kunststoff ist und da ein Echtglas ist. Was muss ich denn wissen, welche Heizung brauche ich da, welche Werte sind da wichtig für mich? Also erstmal ist grundsätzlich wichtig, dass Doppelstegplatten eine wesentlich höhere Isolierwirkung haben wie Echtglas. Mhm. Das liegt ungefähr teilweise, wenn wir jetzt hier etwa 10 mm Doppelstegplatten haben, bei der Hälfte. Das heißt, hier habe ich etwa ein K-Wert von 3,0. Mhm. Und bei einem Einscheibenverglasung rechne ich ungefähr 6,0. Das bedeutet natürlich, dass ich hier einen doppelten Wärmeverlust habe wie bei einer entsprechenden Scheibe, die eine gewisse Isolierwirkung hat. Was ist eigentlich ein K-Wert? Das muss ich mir nur vorstellen. K-Wert, das ist also ein Wert, der in Kelvin berechnet wird. Und zwar ist das der Wärmedurchlasskoeffizient des Materials. Und damit kann ich dann berechnen, wie viel Wärmeverlust ich habe. Da muss ich dann alle Flächen zusammen addieren. Mhm. Das heißt, alle einzelnen Scheiben hier oder grob die Länge, Breite, die Wände Höhe, und Decken, genau, Flächen, Decke, ja, oben auch, ja, Dachfläche, mhm, und so weiter. Dann kommt ja ein Wert X raus. Mhm. Gehen wir mal davon aus, dass wir hier mal um die 40 Quadratmeter haben. Das stimmt, mhm, nicht ganz, aber dass man mal rechnen kann. Ja. Dann geht man also so vor, ich habe jetzt die Quadratmeterzahl der Oberfläche 40 Quadratmeter. Mhm. Dann gibt es einen sogenannten K-Wert, das ist das, was ich eben gesagt habe, dass der bei einer Doppelstegplatte von 10 mm etwa bei 3,0 liegt. Den könnte ich aber auch bei meinem Hersteller quasi fragen, wo ich es her habe, was richtig, das für ein K-Wert hat. Okay. Genau. Ich multipliziere das jetzt durch, das heißt, ich komme dann auf 120. Mhm. Und jetzt kommt es darauf an, in welcher Region ich wohne und welche Temperaturen ich haben will. Wenn ich zum Beispiel eine Temperatur habe von minus 10 Grad im Winter und ich will plus 5 Grad im Gewächshaus halten, dann habe ich eine sogenannte Temperaturspreizung von 15 Grad. Das Ganze, was ich eben gerechnet habe, die Oberfläche 40 Quadratmeter mal den K-Wert 3,0, mhm, mal die Gradzahl. Die Gradzahl, richtig. Das ergibt dann den Heizwert. Das würde in dem Fall bedeuten, 40 mal 3 sind 120, mal die 15 Grad Temperaturspreizung sind 1800 Watt. Das, okay, muss ich aufwenden an Heizleistung, um bei minus 10 Grad die plus 5 Grad zu gewährleisten. Okay. Wenn ich hier einen Rechenfehler habe, dann kann es passieren, dass ich dennoch trotz Heizung im Winter Frosteinbrüche habe und zu Schaden kommen kann mit meinen Pflanzen. Also heißt lieber mal so ein bisschen mehr als zu wenig? Ne? Lieber etwas überdimensionieren als wie zu klein, denn keiner weiß genau, wie kalt es nun, mhm, wirklich wird. Wenn, okay, wir eine steife Nordostlage haben, gehen die Temperaturen bekanntlich in den Keller. Das ist meistens, mhm, eine Phase von 14 Tagen etwa im Winter. Und dann kann alles hin sein, was ich da reingeräumt habe, okay, zu überwintern. Wunderbar. Also quasi hier die Frost, die 2500 wäre dann ein sicherer Weg. Mit 2500 Watt würden wir das hier, würde hier bei diesem in Gewächshaus dem Fall bei dieser Rechnung würde das entsprechend passend, mhm, sein, da sie eh eine thermostatische Steuerung hat. Genau, ja. Ist es einfach so, dass wir hier das ausgleichen können. Das heißt, nach Erreichen der Temperatur schaltet sich das Gerät ab. Wir haben keinen höheren Energieverbrauch, mhm, aber wir haben einfach, auch wenn es noch mal kälter werden sollte, mehr im Background drin, sodass es entsprechend gut ausgelegt ist. Dann sind wir gleich schon bei der Technik, sage ich mal, weil jetzt für mich als Laie, sage ich mal, okay, die geht aus. Wie geht sie wieder an? Das Ganze ist thermostatisch gesteuert, das bedeutet, eine Zündflamme, ein sogenannter Pilot, mhm, brennt permanent
Und der Gasthermostat bei unterschreitender Temperatur gibt das Gas für den Hauptgasbrenner frei. Und also habe ich eine kleine Flamme erstmal hier, die genau, immer an ist. Und dann, die zündet dann den Hauptbrenner, okay, und damit wird das Ganze dann wieder erwärmt. Sobald die Temperatur nach Thermostat eigentlich schon erreicht ist, schaltet sich das Ganze wieder ab. Okay. Und so sieht das aus. Das bedeutet natürlich, je kälter es ist, umso häufiger muss ich nachheizen. Mhm. Klar. Das ergibt sich dann und damit ist auch dann die Reichweite einer Gasflasche dann auch begrenzt. Okay. Das muss ich dazu wissen. Was gibt es denn da für Gasflaschen, Gastypen? Welches Gas kann ich auch verwenden dafür? Es gibt ja auch verschiedene Varianten davon. Was kann ich anschließen? Für die Geräte ist das Beste, wenn man Markengas nimmt, wie zum Beispiel Drachengas, Westfalengas etc. Da gibt es verschiedene Anbieter. Mhm. Da sind die Gemische stehen fest und sind auch gleichbleibend. Auch die Qualität ist entsprechend. Mhm. In der Regel ist es, dann LPG. Mhm. Also, und es ist eigentlich kein reines LPG, sondern es ist eine Mischung zwischen Propan und Butan, okay, wo aber die Prozentsätze festliegen und dann auch die Ergebnisse gleich sind. Das Ganze kann man beziehen in 5 Kilo Flaschen, in 11 Kilo Flaschen oder auch in 30 Kilo Flaschen. Wobei ab 30 Kilogramm muss man einen Stahlschrank als Schutz haben. Und ich kann maximal im Gewächshaus eine 11 Kilo Flasche stellen oder eine 5 Kilo Flasche. Aber es gilt nun immer für eine Flasche. Sobald es zwei sind, gehören beide außerhalb des Gewächshauses. Das heißt, ich muss den Gasschlauch hindurchführen, durch den Boden, wie auch immer, und dann anschließen. Das ist sonst nicht mehr zulässig. Okay, verstehe. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für die 30 Kilo Flaschen. Auch eine einzelne habe ich natürlich nicht im Gewächshaus dann stellen. Ich denke, die meisten haben die klassischen vom Baumarkt oder sonst woher. Ne? Genau, 30 Kilo wird es auch nur im Gasfachhandel geben. Die sind so im Baumarkt auch nicht erhältlich. Die schließen wir quasi auch ganz einfach mit dem System hier an, was wir dabei haben, also mit unserem Schlauch und dem Druckminderer, den wir hier haben. Wird es hier angeschlossen und eine Gasflasche angeschlossen. Genau. Was jetzt hier ganz wichtig ist, was beachtet werden muss, dass sämtliche Verbindungen, die angebracht werden, sei es von der Gasflasche zum Druckminderer, hier, dass das dicht ist und das Gleiche auch, wenn der Schlauch hier angeschlossen wird, ein Druckminder und das Gegenstück an das Gasgerät, dass hier eine Dichtheitsprüfung entweder mit einem Leckspray oder aber mit Seifenschaum, wenn nichts anderes zur Verfügung steht, geprüft wird, dass alles dicht ist, dass nicht unkontrolliert Gas ausströmt und am Ende das Gewächshaus sich in Luft auflöst. Das sollte spürt man quasi einfach hier drauf und sieht, ob sich Bläschen bilden. Und dann genau, wenn sich Bläschen bilden, man sieht das ja dann, sollte man entsprechend das Ganze richtig abdichten und dann nochmal nachfassen. Ja. Das ist ganz wichtig, dass hier niemand zu Schaden kommt. Genau, sehr schön. Ansonsten ist Gas eine ganz sichere Anwendung, wenn alles richtig beachtet wird. Ja, Thomas, eine Frage stellt sich, mich als Laien, kann ich irgendwie Energie sparen? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten? Ja, was ich eben schon mal gesagt habe, dass man eine gute Doppelsteckplatte nimmt, statt eine Einfachverglasung. Mhm. Das wäre schon mal etwa die Hälfte, die ich einsparen kann. Zusätzlich empfehle ich immer, wenn es machbar ist, mit Luftpolsterfolie von innen zu dämmen. Mhm. Außen hat den Nachteil, dass man dann bei Hagel entsprechend Schaden hat. Das heißt, die Folie ist dann eigentlich im Eimer sozusagen. Innen kann ich sie immer wieder verwenden, also mehrere Jahre ist die Investition, lohnt sich auf jeden Fall, weil ich dadurch noch mal bis zu 30% Energie einsparen kann. Das bedeutet, wenn ich hier schon mal die Hälfte habe und dann noch mal 30%, dann habe ich also wirklich einen ganz ordentlichen Betrag, der meinen Geldbeutel im Winter entlastet. Können quasi auch mein Gewächshaus trennen, irgendwie, wenn ich eine Plane oder habe. Oder auch sowas, trennen, dass man, genau, man könnte auch einen Kaltbereich lassen, einen, den ich erwärme, kann innen drin abtrennen und habe dadurch einen kleineren Bereich, den ich beheizen muss. Bringt weil ich auch eine ganze vielleicht Menge. Im Winter gar nicht so viel wie im Sommer, was ich da bewirtschaften will. Oder genau, das wäre natürlich ideal, sowas zu machen, weil je weniger ich beheizen muss, umso weniger Energie muss ich aufwenden. Das ist nun mal so. Ja, jetzt sind wir hier im Gewächshaus und da ist meine erste Frage mal an dich, wo platziere ich denn so eine Gasheizung am besten? Vorne beim Eingang, hinten oder seitlich oder mittig? Was ist denn da am logischsten? Weil die Wärme geht ja nach oben weg, ne? Richtig. Ideal wäre es hinten an der Rückwand. Oder hier im letzten Drittel davor, damit nicht die Wärme gleich, wenn man das Gewächshaus öffnet, da vorne austreten kann und die sich optimal verteilen kann. Auch auf festen Stand achten wahrscheinlich logischerweise, also eine, eine Platte mit Schrauben befestigen unten am Boden oder es gibt Möglichkeiten auch, wir können die Füße auch an die Geräterückwand anbringen und können es dann damit praktisch etwas erhöht, was immer sehr sinnvoll und wichtig ist, an die Profilen befestigen und damit ist auch eine Festigung der Heizung eben gegeben. Genau, ja, und ist auch nicht eigentlich ziemlich im Weg, sondern ist eigentlich gut platziert. Ja, du hast schon einen Abluftschlauch in der Hand. Für mich auch logisch, weil wenn ich das Ganze jetzt hier ein neues Gewächshaus habe, ist jetzt ziemlich dicht, sage ich mal noch von den Werten her. Mhm. Ne?
Und da geht ja irgendwann der Sauerstoff eigentlich auch verloren, weil man ja, wie von der Kerze auch kennt, kein Sauerstoff, keine Flamme. Könnte ja auch hier passieren, sage ich mal. Ne? Genau. Alle unsere Geräte haben eine sogenannte Sauerstoffmangelsicherung. Das bedeutet, ab einem gewissen Konstellation, das heißt Volumengehalt von CO2, schaltet das Gerät automatisch ab, damit nicht unkontrolliert Gas ausströmt und sich das entzünden kann und zu einer Explosion führt. Das ist eine Sicherheitseinrichtung, die wir seit mehr als 30 Jahren einsetzen. Was ganz wichtig ist, du hast ja das mit der Kerze eben angesprochen, es gibt eben auch CO2, der produziert wird, dadurch, dass hier mit einer offenen Flamme Gas verbrannt wird. Wenn eine gewisse Konstellation, wie gesagt, reich ist, schaltet das Gerät ab. Um das zu vermeiden, ist es sehr sinnvoll, einen Abluftschlauch zu legen, sei es aus dem Baugewerbe, so ein Drainageschlauch oder auch aus dem Lüftungsbau, den man am besten unter dem Fundament durchführt, nach innen legt und nach außen den entsprechend abdichtet, durch einen Fliegendraht oder was ähnlich geeignetes, sodass also keine Schädlinge eindringen können und eine permanente Luftaustausch gewährleistet ist. Denn im Winter jetzt irgendwelche Fenster anzustellen, macht keinen Sinn, die Wärme entweicht und mein CO2 bleibt trotzdem im Boden, weil es schwerer ist wie Luft, kann also niemals nach oben kommen. Und deswegen ist das die optimale Lösung. Von der Heizung vor, Sie wussten. Richtig, oder? Damit das Gerät ohne Probleme durchheizt, denn ist es ja so, nachts haben wir auf jeden Fall keine Photosynthese, die Pflanzen können also nicht CO2 aufspalten und damit benötigen die Pflanzen natürlich nachts zusätzlich noch Sauerstoff zu dem, was das Gerät benötigt, dann kann es eben in extremen Fällen zu einer Sauerstoffunterversorgung kommen und dann entsprechend kommt es zu Schäden im Gewächshaus, dass Pflanzen erfrieren können. Jetzt haben wir ja so im Gewächshaus verschiedene Pflanzen, die wir überwintern wollen oder eben früher anziehen wollen. Vertragen die denn alle gleich gut auch so eine Gasheizung oder gibt es da auch Unterschiede bei den Pflanzen oder muss ich was beachten? Es gibt Unterschiede bei Orchideen zum Beispiel, die sind sehr empfindlich und die vertragen in der Regel keine CO2-Überdüngung. Okay. Ja, man müsste mal drüber nachdenken, ob vielleicht das mit dem Drainageschlauch dann wiederum besser klappt. Aber da habe ich jetzt noch keine Erfahrungswerte drin. Da kann ich also nichts entsprechend dazu sagen. Aber ansonsten können auch Zitruspflanzen davon betroffen sein, die man ja dann als sogenannte Kübelpflanzen im Gewächshaus überwintert reinstellt. Genau. Und da wäre dann das zu beachten, dass auf jeden Fall keine CO2-Anreicherung stattfindet. Okay. Da könnte natürlich der Abluftschlauch enorme Dienste leisten. Okay. Wunderbar. Ja, und du, letztes sage ich nochmal, wenn ich sowas jetzt hier im Frühjahr, es wird wieder wärmer, kann ich es denn stehen lassen über den Sommer? Macht das Sinn oder soll ich es lieber in den Keller packen? Oder brauchst du ein bisschen Pflege, die ganze Gasheizung auch? Genau, also das wäre jetzt ganz wichtig, wenn die Saison rum ist, dass das Gerät abgeschlossen wird, das heißt also von der Gasflasche getrennt wird und dann in einen speziellen Insektenschutz Beutel oder man kann auch einen PVC-Sack nehmen, der also luftig ist, richtig zumachen, dass hier keine Insekten rankommen, die mit Vorliebe in kleinste Zwischenräume, wie zum Beispiel den Pilotbrenner Hinterlassenschaften hinterlassen, sodass also ein Gasdurchsatz nicht mehr möglich ist und damit die Heizung nicht betrieben werden kann. Im nächsten Herbst Probleme ist anzünden und dann zündet es einfach nicht. Ne? Was wir generell empfehlen, ist einmal im Jahr eine Wartung, dass geguckt wird, ist der Zündbrenner frei, ist zum Beispiel auch eine Reinigung des Hauptbrenners, weil da setzt sich auch mit der Zeit Staub und so weiter ab, ist immer sinnvoll, einmal im Jahr das Gerät in die Lupe zu nehmen, am besten vor der Saison, wenn es möglich ist, oder auch nach der Saison, sodass ich dann ein Gerät habe, was auch wieder entsprechend funktioniert. Wunderbar. Ja, dann sage ich mal danke für die ganzen Tipps, die wir bekommen haben von dir. Ich denke, es hat was gebracht, dass wir mal ein paar Informationen euch gegeben haben. Wie kann man so eine Gasheizung einsetzen? Welche K-Werte gibt es? Wie kann ich die berechnen? Genau. Wo kann ich eine Gasheizung einsetzen? Natürlich sehr interessant für Leute, die jetzt Gewächshäuser haben, ohne Stromzufuhr. Dann muss man hier andere das Medien nehmen. Das wird vor allem sagen. Schrebergärten, richtig, genau. Und da kommt ja sowas ganz gut in Frage. Dann sage ich danke, Thomas. Bitteschön. Sehr hilfreich das Ganze. Und wir sagen auch danke an euch. Hoffe, es hat euch gefallen. Gerne ein Like oder einen Kommentar da unten reinschreiben. Und bis demnächst.